Ja, hallo Leute, mein Name ist Patrick Teutsch. Ich bin deutscher Meister bei der GmbF 2011 im Leichtgewicht geworden, bin Natural Bodybuilder und möchte euch heute etwas Allgemeines zur Ernährung, für den Muskelaufbau und so weiter erzählen. Wie sollten die Mahlzeiten aufgeteilt sein und wie sollte das Nährstofftiming über den Tag verteilt sein? Morgens bevorzuge ich im Generellen eine proteinreiche Nahrung, also proteinreiche Mahlzeit, die auch kohlenhydratreich, aber nur relativ wenig Fett enthalten sollte. Hier sind zum Beispiel Haferflocken besonders günstig, um die komplexen Kohlenhydrate abzudecken, und ein paar einfache Kohlenhydrate, gerade aus Obst, um auch wichtige Mikronährstoffe zu bekommen. Und gute Proteinquellen gerade am Morgen sind zum Beispiel Eier. Des Weiteren im Verlaufe des Tages kann ruhig ein zweites Frühstück noch eingenommen werden. Das sollte eine moderate Größe haben. Je nachdem, was man für ein Stoffwechseltyp ist, sollte das wohl eher ein Snack sein oder eine größere Mahlzeit. Also wenn ihr eher ektomorphe Veranlagungen habt, könnt ihr das zweite Frühstück auch ruhig etwas größer auslegen. Aber wenn ihr jetzt ins Mesomorphe oder gar Endomorphe geht, würde ich euch empfehlen, eher so einen kleinen Snack, vielleicht ein bisschen Obst und noch eine Proteinquelle wie zum Beispiel Hüttenkäse oder Eier, je nachdem, was ihr so präferiert. Wenn es dann in Richtung Mittag geht, würde ich euch empfehlen, wieder eine Kohlenhydrate-Mahlzeit. Die sollte weitestgehend komplexe Kohlenhydrate, zum Beispiel aus Kartoffeln oder Reis, enthalten. Auf jeden Fall das Gemüse nicht vergessen. Und ich präferiere da meistens Fisch oder Fleisch zum Mittag, gerade um auch andere also einen Mix aus den Proteinquellen über den Tag zu bekommen. Ja, je nachdem, wann dann das Training gelegt ist und wie ihr arbeiten müsst oder Schule habt, sollte dann noch eine Zwischenmahlzeit vor dem Pre-Workout-Meal quasi kommen. Die kann eigentlich genauso Also die Zwischenmahlzeit kann eigentlich genauso aussehen wie das Mittag, bloß in klein. Vor dem Training sollte man auf jeden Fall fettarm essen. Und ich nehme dort meistens auch einen Mix aus komplexen und schnellen Kohlenhydraten ein. Also auch wieder gerne Obst und am liebsten esse ich dann Reis und Pute noch dazu, also um die nötigen Proteine zu bekommen. Aber hier ist es auch wieder abhängig, je nachdem, was ihr für ein Stoffwechseltyp seid. Ob ihr jetzt 2 Stunden vor dem Training die letzte Mahlzeit einnehmt oder einige kommen sogar damit klar, eine halbe Stunde vorher die letzte Mahlzeit einzunehmen, weil sie sonst nach 10 Minuten beim Training schon wieder einen riesen Hunger haben. Das müsst ihr für euch selber austesten. Nach dem Training sollte die Mahlzeit ungefähr so aussehen wie das Pre-Workout-Meal, aber die Mahlzeit sollte besonders groß sein, weil zu dem Zeitpunkt lächzt der Körper quasi nur so nach Nährstoffen und da könnt ihr einfach reinschaufeln, was geht. Natürlich möglichst sauber. Hier würde ich auch wieder dementsprechend komplexe und einfache Kohlenhydrate empfehlen, proteinreich und relativ fettarm. Danach würde ich keine Kohlenhydrate mehr empfehlen, sondern eher fettarme, proteinreiche Nahrung. Das hängt jetzt auch davon ab, wann euer Training zu Ende ist, wann ihr schlafen geht, wie viel Zeit dazwischen liegt, ob ihr jetzt noch eine kleine Mahlzeit nach dem Post-Workout-Meal zu euch nehmt oder nur noch eine Abschlussmahlzeit, quasi das Gute-Nacht-Essen.
Wenn ihr jetzt nur noch das gute Nachtessen nehmt, wie gesagt, proteinreich und fettreich und sehr kohlenhydratarm. Ich bevorzuge da meistens einen Quark, einen halben Quark zum Beispiel, mit verschiedenen Ölen gemixt, Walnüssen. Gerade vorher auch, falls ihr noch so einen kleinen Snack haben wollt, bieten sich auch verschiedene Nussarten immer besonders gut an. An Obst kann ich sonst über den Tag hinaus besonders Sachen wie Äpfel oder Beeren empfehlen. Und an Gemüse kann man eigentlich fast alles essen. Besonders gute Sachen sind natürlich zum Beispiel Brokkoli oder Bohnen. Als Eiweißquellen würde ich euch auf jeden Fall also die geflügelten Sachen empfehlen, da sie in der Regel halt sehr fettarm sind. Fisch, also das meiste, was aus dem Meer kommt, liefert auch wunderbare Proteinquellen. Bei Schwein und Rind ist es immer so eine Sache. Also das Problem ist hierbei natürlich, dass das Fleisch in der Regel etwas fettiger ist und da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Ansonsten gerade Milchprodukte, sofern ihr die vertragt, liefern auch wunderbare Proteinquellen, gerade Caseinprotein für den Abend, was langsamer verdaubar ist. Und Hülsenfrüchte, aber auch in Gemüse und Nüssen sind teilweise auch immer noch Proteine enthalten, die wichtig für den Körper sind und gut über den Tag verteilt werden können. Als Quelle, sag ich mal, für die Fette würde ich dann halt hochwertige Öle empfehlen, gerade Leinöl, Walnussöl, Olivenöl sind besonders zu empfehlen, weil die auch gerade ein gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren haben. Ansonsten wieder Nüsse sind wunderbar und Fisch zum Beispiel, Wildlachs oder so. Ja, Kohlenhydratquellen sollte man halt ankommen, also weitestgehend auf komplexe Kohlenhydrate setzen, um den Insulinspiegel jetzt nicht jedes Mal in die Höhe schießen zu lassen, wenn man ein bisschen Kohlenhydrate zu sich nimmt. Da sind gerade Vollkornprodukte, Kartoffeln und Reis ganz gut. Und zusätzlich, um gerade vorm Training, nach dem Training und morgens relativ einfache und einfache Kohlenhydrate zu bekommen, die aber auch halt mit Mikronährstoffen begleitet sind, eignet sich halt besonders gut die verschiedenen Obstarten und ja, wie zum Beispiel schon genannt, Beeren oder ein Apfel oder so. Ja, das wäre es jetzt erstmal im Groben und Ganzen. Ich hoffe, das hat euch mal einen kleinen Einblick gegeben, so wie man überhaupt essen kann über den Tag, wenn man gerade Fitness betreibt und vielleicht auch das Ziel hat, möglichst optimal zu essen, um auch den Muskelaufbau zu fördern. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt.